Gallery Department, da sehe ich. Das sehe ich sehr bei dir. Das sehe ich bei dir. Ja, Bruder, Sipuri wild. Mit diesem Bleaching finde ich ja richtig, richtig nice. Der mit so einem weißen nice Unterhemd. Voll, mit dem Stitching da. Schauen wir nur ganz kurz. Jetzt filmst du wahrscheinlich, gell? Okay? Test. Der Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Liebe Leute, heute ein ganz besonderes Video. Ich freue mich irrsinnig, heute einen besonderen Special Guest hinter der Kamera begrüßen zu dürfen. Du kannst die Kamera gerne drehen. Es ist unser wunderbarer Andy. Und aus der Schweiz geliefert, ohne Zoll. Normal. Er extra eingeflogen für mich heute als Kameramann. Schön, dass du da bist. Wir werden nämlich heute in der Krugerstraße in Wien im ersten Bezirk uns das Opening vom Rare Fashion Store ansehen und natürlich auch ansehen. Und du, Andy, sag, ich war noch kein einziges Mal drin. Extra See, nicht. Ehrlich. Ich war kein einziges Mal drin. Wir haben jetzt gerade eine Weinflasche vernichtet. Oh ja. Yeah. auf süß. Gut eingestimmt. Klassisch für einen erneuten Shopping-Vlog. Diesmal, wie gesagt, beim Rare Fashion Store Opening. Ich würde sagen, wir quatschen gar nicht länger. Wir schauen rein, was es drinnen gibt und welche Pieces wir uns schnappen. Andy, du bist mit dabei. Ey, Freunde, ich bin die ehrliche Meinung, die ehrliche Mutter. Normal. Paar asoziale Kommentare raus. Ey. Und wir schauen, was wir so finden. Let's go, Leute. Und wenn wir jetzt hier auf die Seite schauen, sehen wir ein buntes. Können wir eventuell die Mucke abnehmen? Die Musik. Halt mal das Maul. Perfekt, super. Gut gemacht. Wenn wir hier schauen, relativ kleiner Store, aber das Wichtigste ist da. Wir haben. Hey Jungs, ihr stört nicht, die Mucke stört. Perfekt, danke. Okay, gut. Ziemlich asoziale. Wir haben hier einige Shirts und Hoodies und ich glaube, wenn man so ein bisschen schaut, was siehst du als erstes, was sticht ins Auge, Andy? Ich glaube, Shirts und Hoodies. Richtig, die Hoodies. Nein, man sieht natürlich viele Marken wie Gallery Department, Chrome Hearts da hinten. Ist Chrome Hearts? Ja, kaum zu erkennen. Also ist auf jeden Fall viel am Start, viele Pieces natürlich auch, die man sonst in Wien jetzt nicht unbedingt findet und auch sonst schwer zu bekommen sind, kriegt man hier und... Ja, wir schauen mal. Geh rein. Komm. Schau mal, die Cap ist nice, oder? Boah, ehrlich, pink wäre geiler. Pink wäre safe geiler. Mach pink. Ah, die habe ich schon so oft gesehen bei diesen ganzen. Nein, pink ist geil. Aber wir passen keine Caps. Na, mach mal größer. Da ist ja Plastik normal. 500 Euro für eine Cap. Ja, frecher, oder? Das ist billige Produktion eigentlich. Was sagst du? Deine Ohren kommen zu steif. Ja, Ohren machen Fledermaus. Ohren machen Batman. Da ist die wahrscheinlich schon besser. Perfekt, da ist Privatparty am Start. Ey. Ihr habt den Alkohol. Oh, danke. Oh, Bro, ich hab die Safe. Mach mal direkt dieses Schild von St. Michael, glaube ich. Mach direkt. Oh, pack ein. Das aber pack direkt ein. Aber das ist M, das passt mir nicht. Ja, mach L, aber pack direkt ein. Glaubst du, dass die, ich glaube nicht, die haben nur so Einzelpiece. Ich glaube nicht, dass sie das in L haben. Also ehrlich, Shirt ist 10 von 10. Jesus gegen Jesus. Ich finde es aber auch zu geil. Oh, imagine. Ja, das ist ja Jesus gegen Jesus. St. Michael. Der okay, das probieren wir auf jeden Fall mal an. Safe. Okay, let's go. Aber was ist mit der Cap? Nein, Bro, du hast Ohren wie Batman. Lass. Okay, danke, Bro. Also eben, Backprint immer schwieriges Thema, aber hier kommt es wirklich warum sexy. Warum Backprint schwieriges Thema? Ja, weil ich sage, es wurde so overused von so Brands, wo M&M und so. Nein, aber da kommt sexy, wegen es macht Sinn sogar. Oh man. So, wir probieren mal da, schneiden wir hier raus. Ey, Form sitzt, Form kommt sehr gut. Oha, Medium könnte aber. Es kommt glaube ich safe. Es kommt mega. Bro, mach. Kennst du den Michael? Super Brand. Ich schwöre, ist geil. Ey, no joke, ist geil. Glaub mir. Okay. Ich habe auch Rücken vom Schwimmen. Ich find den Kragen auch schön. Super, mach. Behindert, mach, Mann. Ich lass mich überreden. Lass direkt so an. Glaub mir. Passt, lass mir das an, das nehmen wir. Weil St. Michael ist super Brand. Glaub du mir. Jesus gegen Jesus, lass so an. Okay. Ehrlich. Weil die machen immer so ironische Jokes über Religion. Das über mega. Sozialkritisch. Wieso lachen wir? Sozialkritizismus ist immer wichtig, Leute. Wir haben hier auch einige Pieces von Lavin, wie dieses Shirt hier. Auch ganz crazy. Hast du so ein bisschen Ding-Vibe, diese Ed Hardy-Vibes? Ja, eben. Bruder. Feier ich natürlich komplett. Aber Farbe ist also ein schwieriger Fisch. Wenn du schwarz bist, geht besser, als wenn du weiß bist. Ich sag, findest du? Safe. Na, ja, okay, wenn du richtig, richtig weiß bist, aber wenn du Bräune hast, geht schon. Okay, aber das hält nur bis August, weißt du? Ja. Ja, ist so. Wir haben natürlich auch Classics wie Speed Hunter, Balenciaga Hoodie. Ein Ding, was man sich auf jeden Fall holen kann, weil es halt einfach auch sein Ding ist, was man sammelt, was man im Kleiderschrank hat, war auch ein richtiges... Auf Speed Hunters, ich schwöre, das Ding ging so gut einfach. Ja, ich habe viele Leute damit gesehen. Kann man sich holen, werde ich mir nicht holen, brauche ich nicht unbedingt. Auch aber die Auswahl ist wirklich sexy. Also so Branson, Michael, Ciaga, Vetti. Sexy. Einfach auch Pieces, wo die auch Geschichte haben, weißt du? Safe. Wie zum Beispiel Tommy Hilfiger Vetements.
Also ich sag dir ehrlich, dieses Shirt von Vetements mit Iron Maiden inspired, mach. Bruder, genau, das habe ich noch gar nicht gesehen. Mach genau dein Style, genau dein Vibe. Das ist genau mein Style tatsächlich. Das ist Iron Maiden inspired, also Iron Maiden. Same. Du kennst Iron Maiden von damals. Ja, natürlich. Unser Jahr, deswegen mach. Vetements noch dazu, eins meiner Lieblingsbrands. Weiß ich, ja, genau. Also auch das. Also ich kann es voll ehrlich gar nicht, dieses Shirt, aber mach, es gefällt mir mega. Bist du so lieb, kannst du die Musik abnehmen, was dem Video? St. Michael ist super nice. Ich halt mal was anderes zu dem, was ich sonst trage. Die Brand ist krass, also Klöte ist auch vor auf St. Michael hängen geblieben. Wenn ich das Shirt trage, kann ich an dich denken. Das ist schön. Boah. Bisschen sehr groß. Muss du schneidern lassen. Bruder, das ist viel zu lang. Muss du schneidern lassen. Ja, wenn also du das kürzt. Also man muss das so, da so bis hier etwa. Warte, kannst du falten? So? Ja. So in die Richtung? Sowieso Kleid, wenn du so Frau nach dem Vergnügen ein Safe. T-Shirt gibst. Aber wenn du so leicht, Bro, wärst du so lieb, nur ein bisschen leiser drin wegen dem... Das, ey, Jungs, nur 10 Minuten, nur 10 Minuten. Vor allem, wir drehen ja gerade das Video. Nur 10 Minuten. Den Copyright. Okay, das ist auf jeden Fall ganz cool. Können wir uns noch überlegen, extra was schneiden okay, lassen? Okay, lass mal. Wahrscheinlich geht schnell im Fall. Ich schwöre, die habe ich auch schon gemacht. Ja, du machst das. Ich mach das, ehrlich. Ich kann das okay, sogar, no joke. Okay, schreibt es in die Kommentare, soll Andy das machen, soll Andy das umschneiden, dann schreibt es um. Bei 2000 Likes. Aber ey, by the way, den Michael Schulz haben wir schon eingepackt. Das kann man schon mal einpacken. Es ist zwar jetzt keiner da, aber weil wir sind beim Friends and Family Opening. Glaub mir, das war perfekt. Nehmen wir safe. Was ist das Huni-Design? Sicko, also... Kennt man auch von Justin, oder? Ja, also die Brand ist... Der Typ ist, hat eine schlechte Geschichte mit so Rape und so Shit. Ah, nein, so wie V-Lone, oder was? Noch schlimmer sogar. Noch schlimmer. Das ist Mike Amiri. Ja, das sehen wir schon. Mike Amiri. Ich finde dieses Logo, was sie gemacht haben, extrem nice. Ich bin ehrlich... Das ist Logo. Nicht, ist nicht ganz mein Vibe. Das Logo, nur das Logo. Nur das Logo. Bro, was auch auf den Caps ist das und könnte, so. Das könnte sogar M&M sein, weißt du? Vielleicht finde ich es deswegen geil. Von der Logik, aber schnell Pharrell. Das ist sehr, sehr, sehr selten, sehr krass. Bro, das... Das bin ich. I don't know, das ist Rick Owens Community. Ich schwöre, genau dieses Piece hätte einer in dem Rick Owens Video anhaben können. Ja, aber das ist für deine Freundin, weißt du? So für oder für Mutter. Hab keine Freundin. Ich auch nicht. Ich hab keine Mutter. Ja. Ging. Ey, das kenne ich auch irgendwoher. Ist das dieser Peso-Hoodie? Ich glaube auch, dieser Basic Instinct. Ja, okay, Leute. Okay, natürlich, okay. Wieder auf Humor ja, auch. Ja, ey, Freunde. Zwecks Vergewaltigung hätte man dann nochmal voll. Oh, aber V-Lone für alle, die es feiern, natürlich auch mit dem großen V in der Palm Angels Kooperation. Also, wer Bock hat, holt sich das. Ey, schau mal Schuhe da. An. Schau mal Schuhe an, oben. Ey, ganz wir oben. Haben natürlich die UCA. UCA heißen die, ja. Oder? Die blauen. Die UCA, nein, ich weiß nicht. Also College. Das sind aber die blauen VCA irgendwas. Keine Ahnung. Ja, diese College-Geschichte, ja. I don't know. Aber ich schwöre einfach, ey, no joke. Die oben links, die schwarz mit Silber, will ich bei dir sehen. Oh, no joke, no nice. Joke. Aber kein Bock auf Sneaker. Ich hab nicht so Bock auf die. Ich will sie bei dir sehen, no joke. Ich will sie bei dir sehen. Mit dieser schwarzen M&M-Lederhose wäre sehr krass im Fall. No joke. Die müssen wir uns dann nachher nochmal holen, weil deine ist kaputt gegangen, gell? Ja, kaputt gegangen. Du brauchst eine neue. Okay. Sneaker-technisch natürlich auch einiges am Bro. Bro. Mumie, sehr Bro. Schön, sehr nice. Absolutes Grail von mir. Sehr nice, ich glaube, da wird auch nicht lange diskutiert, kann man schon mal einpacken. Ehrlich, ich nehme diesen Sneaker die for nice. Real, 100% nehme ich den. Einer meiner nice. Favorite Sneaks, keine Ahnung, warum ich den noch nicht geholt habe, aber der wird fix mit dabei sein. Die sind wir haben natürlich auch nice. Die Rubber Dunks von Off-White mit dabei, sehe ich gerade. Für all jene, die immer noch Bock auf Yeezy haben, ihr habt da Yeezy, I don't know why, aber ja, sind am Start. Und dann natürlich auch, ups, alles okay? Ich lebe noch. Und da natürlich auch Palm Angels. Ich finde das Stitching ganz nice eigentlich, to be honest. Boah, also ich sag dir ehrlich, Palm ist einfach so für mich. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen und gegessen, weißt du? Na, doch. Ich weiß nicht, ob die einen Designerwechsel gemacht haben. Nein, aber, auch gleiche. Ja, aber der macht ganz andere Pieces als früher. Sie machen immer noch so wie Balenciaga und Essentials diesen Backprint. Random Bullshit. Ja, ja. Aber... Hin und wieder sind Pieces dabei, wo du sagst, richtig nass. Und das ist zum Beispiel eins, wo ich sage, finde ich ganz geil. Wo ich sage, ehrlich, ich würd anderes besser bei dir sehen. Okay, aber das Piece selber könnte auch von YSL sein. Safe, ja, aber das ist History. Es wird Sinn machen. Wo bleibt die scheiß Musik, Alter? Bro, bitte nur ein bisschen respectful. Ich will ja nur mein Video machen. Wir sind in 10 Minuten wieder weg, dann könntest du die Mucke machen. Aber wir sind gleich wieder fertig. Gallery Department, da sehe ich. Das sehe ich sehr bei dir. Das sehe ich bei dir. Ja, Bruder, Sipuri wild. Mit diesem Bleaching finde ich ja. Richtig, richtig nice. Der mit so einem weißen nice. Unterhemd, mach. Voll, mit dem Stitching da. Echt, echt ein also nice. Also, ist nicht eine Brand für jedermann, aber für bei Max sehe ich es. True that. Ich feier's. Ach, wird auch zur Hose so ein bisschen passen, schau mal. Pink auf Pink. Ich will sogar eine weiße Hose da sehen, no joke. Kann man machen, ja. Safe. Why not? Finde ich ganz cool. Das gleiche haben wir dann nochmal auch sehr schön gebleached mit Gelb. Noch alltagstauglicher. Ja, safe. Aber dieses Lachs,
kann schon sehr geil kommen. Safe, aber das ist so mehr unser Vibe, dieses ja. Extreme. Ja, safe. Wie bitte? Dieses Extreme. Kurzer, kurzer Voice-Crack an der Stelle. Oh, da haben wir schon mal... Ja, ah, das ja, wurde ja, schon ja. öfter gewaschen. Ja, ja. So kann es aussehen. Perfekt, dann hängen wir das zurück. Ja. Ja. Ey, mach das. Das will ich mal sogar sehen. Das ist der Bro, das brauche ich nicht. No joke. Nein, ist nicht mein Stil. Aber so... Das ist so kindisch. Ja, aber das sehe ich lustigerweise bei dir. Siehst du bei mir? Ja. Willst du mir irgendwas sagen damit? Aber ich weiß... Perfekt, danke. Du lallst schon ein bisschen. Ja, ich hab schon was. Ich kann kein Deutsch einfach. Gin Tonic ist einfach bei dir Gin Tonic, hit it. So, zum Abschluss nochmal. Wir haben auch noch ein paar nice Off-White Pieces dabei. Aber muss ich jetzt nicht unbedingt zuschlagen. Ich werde jetzt tatsächlich... Na, lass hängen. Bro, aber das Gummi mit... Schau, die haben alles gebürstet. Der einzige Gummi, den ich heute haben möchte, ist ein ganz anderer Gummi. Bro, das kannst du im Vlog sagen, das ist auf dem Kanal. Okay, das nochmal zu Off-White. Das Ding werden wir auf jeden Fall noch mit einpacken. Dann haben wir drei Pieces. Ja, pack. Und dann haben wir einen guten Abstauber gemacht. Aber nice. Die Schuhe noch, die Schuhe. Braucht keine Sneaker. Ah, ja, die nehmen wir auf die jeden Mumien. Fall. Die Mumien. Ja, die nehmen die wir packen noch. Wir safe dann ein. Haben wir Shirt, Hoodie und, genau. und Schuhe. Hoodie und das. Dann sind wir ungefähr bei 1800, 2000. Voll klar. Geschenkt. Geschenkt. Das nehmen wir mit. Ja, fertig. So schnell kann es gehen. Im Großen und Ganzen, was ist dein Resümee, Bro? Ey, ehrlich, das Shirt, bestes Piece mit Abstand, Baba Piece. Auch mal was Neues für Max. Und sonst, das nehmen wir nicht. Super Store. Geiles Store. Super richtig, Store. Richtig nice. Schaut auf alle Fälle vorbei. Erster Bezirk, Krugerstraße 6. In Wien. Ist auf jeden Fall ein Blick wert. Da hinten wird auch schon der erste Joint konsumiert. Die Mucke, es wird darauf gewartet, Freunde. Schaut's vorbei. Wir werden uns jetzt noch ein bisschen was gut gehen lassen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir hat es mega Spaß gemacht. Das war geil. Das war echt geil. Also wenn ihr Bock habt in der Kombi, schreibt es gerne in die Kommentare. Übrigens, er bringt noch einen Blog raus. Ich bringe noch einen Blog raus bei mir mit viel Verzögerung. Und damit auf alle Fälle vorbeischauen. Danke fürs dabei sein. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video. Und wir sehen uns im nächsten Video. Das war's mir. Der was? Ja, geil. Ey, was? Geil, erst wie zusammen. Ich fand's auch cool.